In den letzten Monaten vor den US-Präsidentschaftswahlen spitzen sich die Ereignisse um Donald Trump dramatisch zu. Angriffe auf sein Leben, mysteriöse Zusammenhänge und angebliche Verschwörungen dominieren die Schlagzeilen. In diesem Video analysieren wir die jüngsten Entwicklungen rund um den ehemaligen Präsidenten und werfen einen Blick auf die wachsende Debatte darüber, ob Trump wirklich derjenige ist, der den sogenannten Deep State besiegen kann. Nur noch wenige Wochen trennen den Präsidentschaftskandidaten der USA von den Wahlen, die am 5. November stattfinden. Doch das politische Klima ist aufgrund der jüngsten Ereignisse rund um den republikanischen Führer äußerst unsicher. Bereits am 13. Juli machte Trump weltweit Schlagzeilen, als er einen Angriff erlitt, der ihn beinahe das Leben kostete. Im September ereignete sich ein ähnlicher Vorfall während einer Golfrunde in einem der Clubs, die er regelmäßig besucht. Bei diesem letzten Vorfall war Trumps Aufenthaltsort der Öffentlichkeit nicht bekannt, sodass es unmöglich war, seinen Standort zu erfahren. Es sei denn, Ryan Wesley Roth, der von den Behörden festgenommen wurde, hatte geheime Informationen. Es ist schwer vorstellbar, dass es sich um einen Zufall handelte, da Trump überall hätte sein können. Roth hingegen kannte seinen genauen Weg und war auf den Angriff vorbereitet. In beiden Vorfällen wurden die Täter neutralisiert. Der erste wurde dauerhaft zum Schweigen gebracht, sodass die Wahrheit über das Geschehen wohl nie ans Licht kommen wird. Der zweite, Ryan Wesley Roth, wurde vom FBI lebend festgenommen, aber es ist fraglich, ob seine Aussage wesentliche Aufschlüsse bringen wird. Die großen Medien berichten von einer Verschwörung, die von Donald Trumps Anhängern verbreitet wird. Diese behaupten, der letzte Angreifer, Roth, stehe in Verbindung mit der Ukraine. Der Auslöser dafür ist angeblich Roths Auftritt in einer Werbung des Megakonzerns BlackRock und seine öffentliche Unterstützung für die weitere Hilfe an die Ukraine im Krieg, die er in sozialen Medien zum Ausdruck gebracht haben soll. Diese Beiträge wurden jedoch mittlerweile gelöscht. Währenddessen scheint Trump, ob direkt oder indirekt, von all diesen Ereignissen zu profitieren. Es könnte gut sein, dass diese Vorfälle ihm den Weg noch weiter ebnen. Um Trump wird eine Atmosphäre geschaffen, die ihn als auserwählte Figur darstellt, in den Augen vieler als jemand, der von der Vorsehung bestimmt ist, alle Hindernisse zu überwinden und als Präsident der USA in die Rolle eines Retters einzutreten. In der Antike waren es Könige oder bedeutende Persönlichkeiten, die, um die notwendige Unterstützung zu gewinnen, mit der Aura eines auserwählten Herrschers auftraten. Oft wurde dieser Status erlangt, nachdem sie einen Angriff auf ihr Leben unversehrt überstanden hatten. Das erinnert stark an die Aura, die sich derzeit um Donald Trump bildet. Er hat wiederholt betont, den sogenannten Deep State besiegen zu wollen, als wäre er der Einzige, der dazu in der Lage ist. Auf seinem Weg ins Weiße Haus stößt Trump auf Hindernisse, die von den großen, demokratisch orientierten Medien errichtet werden. Dennoch findet er auch Unterstützer in diesem Kampf, darunter Elon Musk. Aus den Inhalten seiner Veröffentlichung geht hervor, dass Musk Trumps Seite eingenommen hat. Außerdem hat er Trumps Twitter-Konto nun unter dem Namen X wieder freigeschaltet, nachdem er die Kontrolle über die Plattform übernommen hatte. Ein weiterer Unterstützer Trumps ist der ehemalige Erzbischof Carlo Maria Vigano, der kirchliche Skandale aufgedeckt hat, darunter den Missbrauch von Kindern, für den er Papst Franziskus verantwortlich macht. Vigano sprach auch von einem weltweiten Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, wobei er Trump als letzte Hoffnung sieht, die fähig ist, das Böse zu besiegen. Auch die Q-Bewegung hat großen Einfluss ausgeübt und eine Welle von Diskussionen und Spekulationen ausgelöst. Ein ähnliches Bild von Trump wird im Dokumentarfilm The Fall of the Cabal, der Fall der Kabale, gezeichnet.
Darin enthüllt die Autorin Janet Ossebaard auf treffende Weise den sogenannten Deep State und sein kriminelles Netzwerk. Am Ende des Films erhebt sie Donald Trump zur zentralen Figur, als sei er der Einzige, der in der Lage ist, diese Korruption, die die innere Struktur der US-Regierung durchdringt, zu beseitigen. Bemerkenswerterweise wurde Janet Ossebaard nach der Veröffentlichung des Dokumentarfilms bedroht und galt lange Zeit als vermisst, bis sie im vergangenen Jahr tot aufgefunden wurde. Ein schockierendes Ereignis, das die Brisanz ihrer Enthüllung im Dokumentarfilm noch verstärkt. Auf der internationalen Bühne wurde Trump während seiner ersten Amtszeit heftig kritisiert. Die Medien warnten davor, dass seine Politik die Welt in einen neuen Krieg führen könnte. Doch das Gegenteil war der Fall. Trump führte keine neuen bewaffneten Konflikte in einem anderen Land und vertiefte sogar die Beziehung zu Russland, Nordkorea und China. Zudem hat er angekündigt, im Falle einer erneuten Präsidentschaft den Konflikt in der Ukraine unverzüglich zu beenden. Doch ist Donald Trump wirklich derjenige, der die Welt aus der Dunkelheit befreien wird? Hinter seinen wohlklingenden Worten und Absichten verbergen sich einige Tatsachen, die Zweifel an seiner wahren Natur aufkommen lassen. In seinen 4 Jahren Amtszeit unternahm Trump kaum ernsthafte Schritte gegen den sogenannten Deep State. Wird er das in einer möglichen zweiten Amtszeit anders machen? Einige Dinge bleiben weiterhin unklar, da die USA unter Trumps Präsidentschaft dieselben Maßnahmen und Einschränkungen übernahm, wie sie in anderen Ländern weltweit eingeführt wurden, als die bekannte Krankheit auftrat. Interessanterweise setzte sich Trump, als er nicht mehr im Weißen Haus war und in der Opposition stand, für die Impfung ein und bewarb sie, obwohl bereits bekannt war, dass sie gesundheitlich nicht vorteilhaft sind. Jetzt behauptet er, die USA von der globalen Gesundheitsorganisation lösen zu wollen. Trump hätte all diese Situationen erkennen und entsprechend handeln müssen, doch er tat es nicht. Statt sich gegen die weltweit auferlegten Verpflichtungen zu stellen, half er bei ihrer Durchsetzung. Eine weitere wichtige Verbindung, die man nicht ignorieren darf, ist seine starke Unterstützung für Israel. Trump hat öffentlich erklärt, dass er ein Verfechter der israelischen Verteidigung ist und gegen jeden vorgehen würde, der das Land angreift. Um die Gunst der pro-israelischen Wählerschaft zu gewinnen, attackierte er seine Konkurrentin Kamala Harris und behauptete, sie hasst Israel und die arabische Bevölkerung, denn alles wird in die Luft fliegen, wenn Harris Präsidentin wird. Jared Kushner ist zudem ein Milliardär und gehört der Religion des Sterns an. Er ist Trumps Schwiegersohn und, wie es heißt, sein Chefberater. Es ist besorgniserregend, denn es ist bekannt, dass viele Banker und Eliten aus demselben Land kommen und im Verborgenen die Kontrolle über die USA und deren Außenpolitik ausüben. Wenn Trump also sagt, er werde den Deep State bekämpfen, während er eng genau mit jenen Personen zusammenarbeite, die diese kontrollieren, wirkt das wie ein leeres Versprechen. Es scheint, als wäre das Ziel, den Bürgern vorzugaukeln, sie hätten die Wahl zwischen einer guten und einer bösen Seite. In Wirklichkeit sind es jedoch zwei Seiten derselben Medaille und das System wird weiterhin von denselben Personen kontrolliert. Jenen, die seit Jahrzehnten an der Macht sind und nicht alle 4 Jahre zur Wahl stehen. Es spielt letztendlich keine Rolle, ob Trump oder Harris gewinnt. Der eigentliche Gewinner bleibt der Deep State. Für das Volk ändert sich nichts, unabhängig vom Wahlergebnis. Alles ist ein sorgfältig inszeniertes Theater, das die Wähler gegeneinander aufhetzt, um zu verschleiern, wer im Hintergrund die Fäden zieht und das Drehbuch für die Hauptakteure schreibt.